Die Flüchtlingsthematik wird uns noch lange beschäftigen und wir werden im nächsten Jahr 2016 noch einmal eine sechsstellige Anzahl zusätzlicher Flüchtlinge in Deutschland bekommen. Alle müssen an ihrem Platz ihre Aufgaben machen. Der Bund tut das. Wir haben bereits in der zuständigen Behörde die Anzahl des Personals in dreistelliger Höhe verstärkt. Und wir werden sehr schnell noch einmal einige hundert zusätzliche Stellen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schaffen, damit die Verfahren schnell bearbeitet werden können. Wichtig ist aber, dass die dann abgelehnten Asylbewerber auch schnell wieder in ihre Heimat zurückgeführt werden. Und hier sind die Länder am Zug. Und insbesondere für SPD und Grüne regierte Länder gibt es hier durchaus noch Luft nach oben. Die Länder dürfen die Kommunen nicht alleine lassen, weil ein abgelehnter Asylbewerber, der nicht zurückgeführt wird, muss dann trotzdem in einer Stadt, in einer Gemeinde, in einem Landkreis untergebracht werden. Und es ist im Übrigen auch nicht in Ordnung, dass manche Länder entgegen dem, wofür sie eigentlich zuständig sind, den Kommunen und Landkreisen dann nicht einmal die Kosten voll ersetzen. Die Bundesländer dürfen die Kommunen hier nicht alleine im Regen stehen lassen. Und weil die Zunahme der Flüchtlinge so groß ist und weil es aktuell so ist, dass der größere Teil der Flüchtlinge ja nicht aus Syrien und dem Nordirak kommen, sondern sie kommen vom Westbalkan mit einer Anerkennungsquote nahe Null, müssen wir uns auch neue Gedanken machen, beispielsweise darüber, dass Flüchtlinge, die vom Westbalkan kommen und offenkundig nicht politisch verfolgt sind, gar nicht aus den Erstaufnahmeeinrichtungen heraus in die Landkreise und Kommunen verteilt werden, sondern sie bleiben in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Dort wird das Verfahren schnell zu Ende geführt, im Zweifel auch durch eine Außenstelle eines Verwaltungsgerichts, dann ein Gerichtsurteil gesprochen. Und dann werden sie aus der Erstaufnahmeeinrichtung wieder zurück in ihre Heimat auf dem Westbalkan geführt. Das würde natürlich die Kommunen sehr entlasten, weil dann der größere Teil der Flüchtlinge erst gar nicht auf die Landkreise und Kommunen verteilt würde. Die Koalition handelt in diesen Punkten und ich würde mir wünschen, dass die Bundesländer ihre Aufgaben auch tatkräftig wahrnehmen und nicht die Landkreise und die Kommunen alleine lassen.